Hallo, grüß euch. Ich mache heute eine Rhabarbertarte. Eine Rhabarbertarte ist halt immer was Gutes. Ich mag es total gerne, das Säuerliche. Und was einfach dazugehört bei einer Rhabarbertarte, das ist für mich einfach oben auf der Schnee. Und zwar habe ich da einen halben Kilo ungefähr Rhabarber. Dann habe ich da 100 Milliliter Wasser. Da tun wir jetzt ein bisschen die Hälfte dazu. Und an Zucker und an Vanillezucker. Es könnt ihr auch eine Vanilletaste nehmen. Und das kochen wir jetzt zu einem Kompott. Das lassen wir dann köcheln. Und inzwischen machen wir jetzt den Teig. Oder ein bisschen Zucker verrühren. Und zwar haben wir da, muss ich ein bisschen wegtun, ich habe da Zucker, ein bisschen Backpulver, gerade ein Kaffeelöffel, Mandeln, aber da schreibe ich natürlich das genaue Rezept dazu, gell? Eine Packung Vanillezucker, das habe ich eigentlich erst da drinnen, aber ist ja wurscht. Und das ist ein Dinkelmehl, gell? Wenn es das eine tut, ist ja, wo ist das eine tut, ist ja wurscht. Dann haben wir da auch ein Ei. Und das tue ich jetzt verrühren mit der Maschine. Da schalten wir aber bitte die Kamera aus, weil da tue ich wieder das Tuch drüber und lasse es einfach ein bisschen verrühren. Gell? Und jetzt nehmen wir da die Butter dazu. Kalte Butter. Und das tun wir jetzt noch einmal. Ich tue da ein Tuch drüber, weil das ist noch ein bisschen eine trockene Angelegenheit. Und das tun wir jetzt richtig gut verrühren. So schaut das jetzt aus. Das ist ein richtiger Mürbteig. Da tun wir jetzt ein bisschen Dinkelmehl. Das verkneten wir jetzt. Das kocht dabei. Das lassen wir jetzt ein bisschen weich kochen. Und den tun wir schön auswollen. Und legen dann in die Tautform ein und machen auch natürlich einen Rand. Gell? Das ist ganz wichtig. Das Backrohr tun wir dann vorheizen auf 200 Gramm Ober- und Unterhitze. Grad, nicht Gramm, Grad Ober- und Unterhitze. Und da tun wir es noch mit dem Rhabarber so eine Dreiviertelstunde backen. Und den dann lösen. Und den tun wir jetzt, schauen wir, dass wir, aber das ist wurscht, wenn er ein bisschen bricht, weil wir den so und so schön rein, mit den Händen schön rein tun. Das muss überhaupt nicht ganz genau sein. Den tun wir schön eindrucken. Das geht wunderbar. Da tun wir ein bisschen ab. Das tun wir da dazu. Da auch. Und jetzt tun wir schön so verdrucken. Da ist auch noch zu viel. Das tun wir auch noch da dazu. Das könnt ihr ruhig mit den Händen eindrucken. Genauso gehört es nämlich. Da tun wir noch ein bisschen abschneiden, dass wir da auch noch einen Rand haben. Ohne weiteres, das müsst ihr auch gar nicht auswollen, sondern das könnt ihr wirklich schön eindrucken. Das ist ein ganz feiner, ganz weicher Teig. Da schneiden wir auch noch ein bisschen ab. Der muss nicht so hoch sein. Nachher haben wir genau für die Form. Es ist aber das gleiche als wie eine runde Form, gell? Von der Größe her.
Da braucht es jetzt nicht eine eckige Form extra kaufen, sondern die runde Form geht da ganz genauso gut. So, jetzt haben wir es richtig gut. Was ich natürlich gut finde bei den Formen, ist, dass man im Boden, ich habe es jetzt im Klaren auch noch, dass man im Boden ausgetan kann. Das ist ganz was Tolles, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt tun wir in das Schüssel rein das restliche Wasser. Da tun wir das Puddingpulver einrühren, ein Backtel. Also jetzt muss ich einmal das Backschaum vorheizen, gell? Da tun wir jetzt das Puddingpulver rein. Verrühren. Das ist eigentlich ganz einfach und relativ schnell gemacht, muss ich sagen. Und das tun wir jetzt da dazu schütten und verrühren. Das wird nachher so eine richtig sämige Angelegenheit. Siehst du? Das ist dann das richtige Rhabarber-Kompott. Ein bisschen stückig noch. Lasst es nicht zu lang kochen, dass schon noch ein paar Stückchen drinnen sind. Und die, der Pudding tut das binden. Und jetzt tun wir es dann, lass es noch ein paar Sekunden köcheln, schalte das Backerl aus, den Ofen aus. Und das lassen wir jetzt gerade noch ein bisschen abkühlen. Muss aber nicht unbedingt eiskalt sein, sondern einfach, dass es nicht mehr kocht. Das tun wir dann da auf und lassen es backen, 45 Minuten. Allerdings tun wir vorher, 10 Minuten vorher, einen Schnee auf, den was wir miteinander schlagen. Oder es könnt ihr den Schnee zum Schluss auf tun und abflammen. Das bleibt euch überlassen. Ich tue ganz gerne noch 10 Minuten ins Backerl. Bis später. So, jetzt schütten wir das Kompott darauf. Eigentlich ist das ganz eine einfache Geschichte. Gell? Aber eine total eine leckere. Kommt das da drauf? Marabarber ist einfach, ja. Es könnt ihr es auch ein bisschen mischen mit Erdbeeren, wenn es nix. Die Erdbeerzeit, die kommt für mich erst noch. Darum mache ich das nur mit Rhabarber. So, und das tue ich jetzt 35 Minuten. Und nach 35 Minuten tun wir in Schnee auf. Tun es noch 10 Minuten ins Röhrl, aber in Schnee schlagen wir noch zusammen. Gell? Da bin ich wieder bei euch in 35 Minuten. Tschüss dabei. So, jetzt schlagen wir schnell in den Schnee. Und zwar habe ich da, habe ich schon getan, zwei Eiweiß. Und da tun wir jetzt eine Prise Salz rein. Nur eine kleine. Das schlagen wir an, bis es weiß ist. Und dann tun wir vorsichtig in Zucker rein. Das sind 100 Gramm, ich habe es genau aufgeschrieben im Rezept. Da habe ich eine Dülle rein, da, und das ist die französische, die Bouillon-Dülle oder wie die heißt, weiß ich nicht. Und da tue ich dann den Schaum aufspritzen und dann lasse ich es noch 10 Minuten nachbacken. Gell? Also, bis der Schnee weiß ist, schauen wir. So schaut das aus. Und jetzt tun wir weiterschlagen und tun Löffel für Löffel tun wir jetzt den Zucker dazu. Tut es nicht ganz dazu, sondern immer Löffel für Löffel, bis er richtig schön glänzend und fest ist. Das braucht man für den Schnee. Also ich mache das jetzt und tut das einfach beachten. Ja? So soll der Schnee ausschauen, richtig schön glänzen und fest sein. Gell? Ich fülle den jetzt da rein in den Spritzsack. Es könnt ihr aber auch so auf. Ich tue, es müsst jetzt nicht unbedingt. Mir gefällt es halt einem ganz gut, wenn es auf gespritzt ist. Da ist jetzt was daneben gegangen, habe ich gesehen. Es müsst es nicht, das könnt ihr es auch auf ich tue, mit der Palette ein bisschen verstreichen. Das muss jetzt nicht jeder so machen, wie ich es mache. Schmecken tut der genauso gut. Ich bin halt eine, die was ganz gern mit Spritzsack arbeitet. Weil es einfach irgendwo ein bisschen eine saubere Sache ist.
warten wir, bis der Kuchen rauskommt. Das wird bald einmal sein. Ja, wird eh schon braun. Ich mache das immer so. Ich nehme dann so ein Ding und werde es schön anstreichen. Dass da oben, dass da nichts verkriegt. Und jetzt warten wir, bis der Kuchen fertig ist und dann bin ich gleich wieder bei euch und dann spritzen wir es auf und nachher backen wir es noch 10 Minuten und fertig ist die Tat. Und dann lassen wir sie uns natürlich schmecken. Ich bin gleich wieder bei euch. So, ich habe es jetzt 5 Minuten früher rausgetan, 30 Minuten ist okay, braucht man nicht 35, aber das ist immer ganz verschieden. Ich schaue jetzt... Ich tue jetzt einfach so ein bisschen aufspritzen. Ich hoffe, ich habe genug. So, der Knopf. Ich meine, da muss man mit 3 Eier arbeiten. Aber Entschuldigung, ich habe es nicht mehr gewusst, aber ich habe mir eh gedacht, dass ich 3 Eier genommen gehabt habe. Also 3 Eiweiß braucht es auf alle Fälle. Wenn ihr es schön überall wollt mit Schnee. Ich mache jetzt noch ein Ei und 50 Gramm Zucker und tue das jetzt nachher noch machen und tue es noch 10 Minuten ins Backrahmen. Wenn das fertig ist, dann tun wir es raus. Gell? Und dann bin ich wieder bei euch und zeige es euch. So, jetzt habe ich noch einen Schnee geschlagen und jetzt machen wir das fertig. Also 3 Eier. Ich kann mich erinnern, ich habe das letzte Mal auch 3 Eier genommen und habe es aber vergessen. Entschuldigung. Wahrscheinlich, wie ich das Rezept aufgeschrieben habe, habe ich das nicht dazu geschrieben. So, und das tun wir jetzt noch. Entschuldigung, das habe ich jetzt sein müssen. Und das tun wir jetzt noch 10 Minuten ungefähr. Bitte schaut auf die Uhr, also schaut den Kuchen an, wenn der braun ist. Und es sind noch keine 10 Minuten, außer bitte. Er soll oben schön bräunlich sein, also nicht schwarz, bitte. Gell? So, schaut super schön aus. Und jetzt zeige ich ihn nachher, wenn er fertig ist. Tschüss dabei. So, schalten wir aus. So finde ich es jetzt total am schönsten. Wahnsinn, wie das schön ist. Das schaut sich das an. So ist es ideal für mich, das Baiser. Das muss überhaupt nicht dunkler sein. Das ist leicht bräunlich und das finde ich am schönsten. Ich lasse die jetzt total auskühlen. Schneide sie jetzt nicht an, heißer, sondern richtig auskühlen lassen. Dann mache ich natürlich ein Foto. Eigentlich ist überhaupt nichts dabei, macht sie nach. Es ist auch ein Tag, nicht unbedingt so wie ein Mürbeteig, der geht viel schneller. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich sage danke fürs Zuschauen, gutes Gelingen, wenn sie nachmacht. Viertag und bis zum nächsten Video. Tschüss!